Okay, Mara. Ich zeige dir jetzt einmal ein paar Gemüseschnittarten. Köchin, Koch, EFZ. Dein Beruf. Da tut man drüber rüsten. Nicht länger, als was man mal gelangen. Die Kochlehre dauert 3 Jahre. Köchinnen und Köche arbeiten in Restaurants, Hotels, Alterszentren, Spitälern oder Kantinen. Kann man es auch einzeln machen mit dem Messer. Schneidet man so Scheiben. Dann tut man es noch einmal aufeinander. Sie planen die Menüs, bereiten verschiedenste Speisen nach den Bedürfnissen der Gäste zu und arbeiten innerhalb der Küche an verschiedenen Stationen. Chardonnay-Größe war dann 4 auf 4. Macedon. Die war dann 5 auf 5 oder 6 auf 6. Je nach. In der Küche geht es durchaus auch hektisch zu. Köchinnen und Köche müssen deshalb belastbar sein, stets den Überblick bewahren und gut organisieren können. Dabei ist Teamarbeit sehr wichtig und trägt auch viel zum guten Gelingen bei. Ja, ganz gut. Auch die Fingerstellung ist gut, dass man nicht die Finger haut. Voraussetzung für das Absolvieren der Kochlehre ist der Abschluss der obligatorischen Schulzeit. Nach der Ausbildung stehen diverse Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Vom Diätkoch über den Chefkoch mit eidgenössischem Fachausweis bis hin zum diplomierten Küchenchef. Gute Arbeitsplätze finden Köchinnen und Köche sowohl im Inland als auch im Ausland. Fühlst du dich angesprochen? Macht es dir Freude, deine Kreativität bei der Zubereitung von Speisen einzubringen? Dann ist dies der richtige Lehrberuf für dich. Ich habe den Kochberuf ausgesucht, weil er sehr abwechslungsreich ist und ich gerne mit dem Team arbeite und mit den Menschen.